Sie nehmen auch komische Sachen. Aber möglicherweise hat er keine Munition mehr, das könnte sein. Und er hier kriegt Besuch. So. Bam. Genau. Geh auf Abstand. Schlurf, 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 schlurf. Kann er nicht mehr schießen? Wahrscheinlich. Jo, sieht danach aus. Okay, da ist wieder einer weniger. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt nur noch die beiden da. Und ihmchen. Kaboom. Ein. Oha, 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 was geht denn da ab? Muss die beiden da hier loswerden. Nummer 1 liegt. Sehr gut. Hoffe, dein Kopf bleibt ganz. Ah, der steht noch. Krieg ich nochmal Nachschlag. Sehr gut. Die kann sich durchsetzen. Kümmere mich um den anderen Kollegen. So, zu Ben. Der steckt ganz schön ein, der Typ mit seinem Rückgrat. So, mein Freund. Meine Güte, 14 Trefferpunkte. Und der steht immer noch. Habe ich noch Munition? Boah. Ich hoffe, das reicht noch. Was? Ihre wurde getroffen anstelle von ihrer? Egal. Er zieht sich zurück. Die gute Ihre. So. Dem wird's zu gefährlich. Das, na gut, dann nehme ich hier erstmal die Möglichkeit wahr und lade. Und dann folgen wir ihm mal unauffällig. Zeit für einen strategischen Rückzug. Ja, das ist auch nur gedacht. So einfach kommst du mir nicht davon. Und so liegt schon mal gleich gar nicht. Na, wo will er denn hin? Genau so liegt, mach du mal deine Sache zu Ende. Sehr schön. Für das Erledigen deiner Gegner verdienst du 1260 Erfahrungspunkte. Hölle. Supi. Ja, haben die lieben Leute denn auch was dabei? Das nehme ich mal alles. Was mit diesen komischen Typen hier? Oh. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch hier mal die Reihe nach durch. Wow. Kommt nur darauf an, ob ich genug Tragekapazität habe, aber ich kann ja auch das ein oder andere bei meinen Kollegen. Lass du wollen. Ja, ist ja gut. Später. Bei der Gelegenheit, ich spreche mal ganz kurz. So, das war ja mal eine tolle Begegnung hier. Das hat mal sehr gut funktioniert. Ohne dass meine Leute hier Schaden, also allzu großen Schaden genommen haben. Wir sind die hier alle quitt geworden und können uns hier auch noch an ihnen laben, also an dem, was sie so mit sich führen, sofern sie etwas mit sich führen, was nicht unbedingt bei jedem hier der Fall ist. Hat auch nichts. Was ist mit ihm? Da kann man wieder ein bisschen Geld mitnehmen. Aber immerhin, zwei Waffen haben wir hier, drei Waffen jetzt mittlerweile. Ich will mich nicht beschweren. Und Knete gibt es auch ein bisschen. Wow. Noch eine Desert Eagle. Nehmen wir alles. Auch hier. Immer her damit. So.
aus Geld gar nicht gebraucht. Boah, zwei Sachen. Und Geld. Das ist ein Traum. Da liegt ja noch einer. Was ist denn da unten? So, nochmal 5 Dollar. Sehr schön. Ja, dann erstmal hier nochmal speichern. So, wie sieht es denn mit euch aus? Hm, wie hat was euch, du wollen? Ja, was wir wollen. Ich gehe erstmal auf Tauschen. Wie sieht's bei dir aus? Du hast noch ein Stimpack, du hast Munition für diese Waffe. Ich glaube, da muss ich mal irgendwann mal weglegen. Ansonsten ist bei ihm alles beim Alten. Oh, wie kann das sein, dass der... Ah ne, hier sind noch alle drei da. Der hat irgendwie bis jetzt noch kein Heilmittel gebraucht. Es sei denn, er hat sich irgendwie ins Stimpack reingezogen, dass er da vielleicht zwei hatte oder so. Ja. Okay. Bei der Gelegenheit. Ich meine, das ist zwar jetzt alles sehr gut und so verlaufen, aber trotzdem, es ist okay. Gucke ich mal nach den Einstellungen. Nahkampf, ja, Angriff kann so bleiben. Wer am nächsten ist, ja, das ist sehr gut, das kann so bleiben. Das ist wirklich nicht schlecht. So. Dort wäre es erstmal. Dann, wie sieht es hier mit ihm aus? Mein Sorgenkind. So, waffentechnisch ist bei ihm soweit alles beim Alten. Munition hat er auch. Ich weiß nicht, warum der auf den Speer wechseln wollte, musste oder so. Ich mir ein Rätsel. Ich gehe mal auf die Kampfkontrolle. Okay. Distanz, danach ist alles in Ordnung. Abstand alleine. Bleib wo du bist. Aus dem Hinter, ich gehe mal hier auch auf Angriff. Oder bleib in meiner Nähe. Was ist bei ihm sinnvoller? Ich gehe mal hier auf Bleib. Ich probiere das mal aus. Ich gehe mal auf Bleib bei mal in meiner Nähe. Das ist vielleicht nicht das Dümmste. So, wen du willst, Stimmwechsel, dann guck ich mal. Wer am nächsten ist, wenn du willst, den Schwächsten, den Stärksten, wer mich angreift. Ich mache hier auch, aber wer am nächsten ist. Oh, die Stimpacks, alles klar. Okay, ach ja, genau, Stimpacks, das war, gehen wir nochmal ganz schnell auf Tauschen. Hat er noch oder sind die jetzt alle aufgebraucht? Ich meine, ich hätte zweimal welche genommen, damit ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Das ist natürlich jetzt impact-technisch nicht mehr so ganz toll dabei. Dann kriegte mal einen. So. Tauschen. So, okay. Das wäre es gewesen. Wie sieht es hier mit unserem Kollegen aus? Was hast du jetzt vor, Bosch? So, immerhin habe ich gerade gesehen, wir sind jetzt bei 1600 angekommen bei den Dollars. Ich mach mal folgendes. Ich nehme mal den einen ihm weg. Weil er achtet ja immer darauf, dass er einen gewissen Abstand hat. Munitionstechnisch und so ist bei ihm alles noch gut. Der braucht unbedingt eine Rüstung, da ich bis das verschwitzt. Ja, das wäre mal eine Maßnahme. Okay, ich gehe mal auf Tauschen. Entschuldigung, wenn ich hier so ein bisschen jetzt hin und her tauschen muss. Kampfkontrolle, ich glaube, sein Verhalten kann erstmal so bleiben. Ach, der hat hier, ach, das sieht man über den nur nicht genau. Der hat hier eine Lederjacke. Alles gut. Ich, nimm's zurück und behaupte das Gegenteil. So, ist in Ordnung. Hier ist nicht gut geht. Moment. Achso, genau, das mit dem Druckverband, das geht hier ja nicht. Das vergesse ich jedes Mal.
Das ist in Ordnung. Ja. Wer mich angreift, okay, kann man so belassen. Und Stimpeck werden schwer verletzt. Jo. Okay. Dann ist das mit ihm. Da muss ich leider noch mal ganz kurz hier, ne, mit Kollege Schnürschuh quatschen. Sorry. Der kriegt jetzt noch dieses andere Stimpack, was ich dem anderen Kollegen da gerade weggenommen habe. Weil, wie gesagt, ne, ich nehme mal davon, gehe mal davon aus, dass es bei dem nicht ganz so brennt. Und wogegen hier unser Cassidy da schon eher derjenige ist, der da etwas mehr Unterstützung braucht. So. Speichermann und Sohn. Okay. Okay, achso, ja, das habe ich jetzt vergessen, das hätte ich noch machen sollen. Ich weiß allerdings nicht, ob das hier geht. Alles klar. Dann erstmal eine Runde ausruhen, Kräfte sammeln. Das hätte ich vor dem Speichern machen sollen, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Sorry. Dafür wird es ja, Tag und wieder Nacht und es wird wieder Tag und wieder Nacht. Oh Gott. Wie lange muss man denn hier schlafen? Ja, es geht ja um die ganze Gruppe jetzt. Ne? Und je nachdem, wie stark die da angeschlagen sind, kann sich das etwas hinziehen. Nur, dass sich das so hinzieht, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Hallo? Ich habe 68 und war relativ schnell wieder dabei. Wir haben jetzt schon Januar. Und ich stehe hier immer noch. Wow. Holla die Bolla. Ja, gut, dass ich vorher gespeichert habe. So. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob das mit der Zeit, die, jetzt hier die wir jetzt hier mehr oder weniger vertrödelt haben, in Anführungsstrichen, ob das hier so gut ist. Gucken wir mal. So, wir müssen jetzt hier hin. Sehr gut, hier ist soweit alles in Ordnung. Okay, dann gehen wir weiter voran. Ja, die müsste ganz schön angeschlagen gewesen sein, zum Teil, dass das so lange gedauert hat. Hm. Interessant, interessant. So, dann hätten wir diesen netten Ort hier noch. Der scheint aber auch soweit in Ordnung zu sein. Gut, ja. Mach das mal wie folgt. Erstmal speichern. Nehmen wir den Eintrag ganz einfach hier. So. Voilà. Dann natürlich erstmal nochmal hier hin. Vorsichtshalber. So, jetzt sehen wir nichts verändert. Hier ist alles beim Alten geblieben. Alles ist gut. Dann geht's ab nach Bunkerstadt. Müssen wir ja einen gewissen Herrn Stark Bericht erstatten. Mach das mal so. Hätte wahrscheinlich auch reinklicken können, aber ist egal. Wahrscheinlich geht beides, wie man hier sieht. So. Na, wenn es so schwierig, da der Dreieck zu treffen, das darf immer nicht wahr sein. So. Ich versuch's mal mit der Innenstadt. Ja, so nie gedacht. Ist wahrscheinlich sowieso schon wieder zu spät, wenn ich das hier richtig sehe. 19.55 Uhr, da kommen wir nicht rein. Genau, Stark. Das ist Stark. In dem Gelände.
Ich muss mal ganz kurz was trinken, Momentchen. So, das muss doch immer ganz kurz sein, weil es ist ein klein wenig warm draußen. Und ich nehme hier schon seit über einer Stunde auf und habe dann noch einen leicht trockenen Hals. Ich glaube, man merkt es auch an meiner Stimme, die nicht mehr ganz so fit, nicht mehr ganz so fit klingt. Ich muss hier irgendwo übernachten, wenn es denn geht. Ich versuch's einfach mal hier. Erstmal speichern hier. So. Ist egal, ich mache hier den Eintrag. Wenn das auch nicht ganz stimmt. Vor Ort. Naja, egal. Obwohl, eigentlich schon, ne? Genau. Und dann gucke ich mal, ob ich hier nächtigen kann. Das geht immer noch mit dem Betreu, mein Freund. So. Bis 8 Uhr morgens. Das sollte. Ja, das sollte gehen. Das sollte reichen. So. Damit haben wir es wieder hell. Und dann mal ganz kurz ab ins Inventar. Die Waffen entladen, sofern das notwendig ist. Ich mache das mal vorsichtshalber. Okay. Wie sieht es hiermit aus? Anscheinend sind die leer. Halbautomatisches Gewehr, Colt Range Master Kaliber 223, nur Einzelschüsse. Achso, das sind die Dinger. Okay, ja, die will ich direkt verkaufen. Das, ja. Das ist besser. Einen Moment. Okay, okay, okay. Ah, 223er habe ich auch. Was die passende Munition hätten wir. Gar nicht mal wenig. Jetzt mit denen aus. Okay. Könnte man verkaufen bis auf 2 oder so. Bis auf 1 wollte ich sagen. 2 kann man verkaufen. Ansonsten. Der hat ein Gewehr, der ist, glaube ich, mit Gewehren nicht ganz so gut, ne? Und wie war das mit ihm nochmal? Zulik, wie war das? Erzähl doch mal. Willst du wollen? Ausrüstung. Jawohl, Freund. Mit welchen Waffen kannst du umgehen? Wir seien gut mit Fäuste, großer Hammer oder Maschinenpistole. Wir seien sehr gut. Die Pistole hat er, Maschinenpistole würde ich denen ungerne geben, ne? Wie aus schon mal erwähnter Geschichte, weil ich da nie so weiß, wenn die dann auf Dauerfeuer gehen und dann dadurch die Gegend sprayen und ich dann da unter Umständen in der Schusslinie stehen sollte, das wäre nicht so angenehm. Okay, ja, genau, so. Die Rüstung soll ich ablegen. Vorsichtshalber. Und dann, ja, wo war jetzt dieser Stark nochmal? Ich glaube, also auf jeden Fall Bunkerstadt, ist ganz klar. Und ja, komme ich jetzt hier so ganz einfach durch oder gibt das Ärger? Guten Tag, Bürger. Wunderbar, das funktioniert. Das ist schon mal eine wesentliche Erleichterung. Wo war der? Das habe ich nicht gemerkt. Tut mir sehr leid. War der im Gefängnis oder so? Also, achso, ja, hier sind wir eigentlich auch nicht so ganz. Oder ne, komm später zu. Genau, hier war ja die Tochter vom Vic. Da stand sie ja rum. An Unnehmlichkeitszentrum? Ich glaube nicht. Was ist das? Hier können wir die Diener rekrutieren. Du bist. Kannst du mal ein Beamter? Ne, das ist auf keinen Fall Stark. So, Correction Center, das könnte schon eher hinkommen. Glaube ich, bin ich richtig. Du schon wieder? Hast du die verlaufen oder brauchst du was?
Das hatten wir doch geklärt. Was tust du hier? Ich habe die Gegend um Gecko für dich inspiziert. Ah, sehr schön. Gut gemacht. Lade die Informationen in meinen Pip-Boy. Dann kann ich sie auf die Patrouillenrechner übernehmen. Hm, also gut. Sieht aus. Sieht gut aus, was du herausgefunden hast. Gut gemacht. Hier ist deine Bezahlung. $300. Aha, wir kommen in 2000 lang. Das ist aber sicher näher. Sehr schön. Also gut. Hast du noch mehr Arbeit für mich? Super. Ich hätte da noch ein paar weitere Fragen. Danke, mach richtig Spaß, mit dir zu arbeiten. Also gut. Hast du noch mehr Arbeit für mich? Doch, da wäre was. Ich bräuchte jemanden für die NKR. In letzter Zeit mehren sich die Anzeichen, dass die Republik aufrüstet. Ob da nun was dran ist oder nicht, ich brauche unbedingt jemanden, der eine Route in die NKR findet und hinterher Bericht erstattet. Hm. Einfach in die NKR gehen und anschließend wieder herkommen? Das ist alles. Die Route interessiert mich mehr als die Republik selber. Trotzdem möchte ich, dass du in die Stadt hineingehst, sobald du dort angelangt bist. Mhm. Ich mache den Auftrag. Ich melde mich wieder hier, wenn ich zurück bin. Ich mache den Job, aber ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Nein, danke. Ich glaube nicht, dass dieser Auftrag das Richtige für mich ist. Vielleicht. Ja, klar, wir machen das. Ich mache den Auftrag und ich melde mich wieder hier, wenn ich zurück bin. Sehr gut. Ein weiterer Auftrag, der vielleicht ganz verlockend ist. Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Ich meine, wir sind hier in Anführungsstrichen sowas wie Bürger. Welcher Vorsicht? Oh, 350 Erfahrungspunkte haben wir auch noch dafür bekommen. Sehr, sehr gut. So, erstmal speichern. Bunkerstadt, ganz klar. So. Okay. Ja. Oh. Ja, kann ich helfen? Ich möchte gerne in den Bunker. Tut mir leid, aber nur Bürger dürfen den Bunker betreten. Aber ich bin doch Bürger. Tut mir leid, ich kenne dich nicht. Ich habe den Befehl, nur Bürger in den Bunker zu lassen, die ich kenne. Vielleicht kann Erstbürgerin Ninette dir helfen. Schönen Tag noch. Okay. Okay, also wir müssen erstmal da ne, sozusagen ihren Auftrag erledigen und dann können wir darauf hoffen, dass wir Bürger werden. Erst dann kommen wir da rein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns doch jetzt auf den Weg nach Gecko. Das wäre ja jetzt das nächstliegende, glaube ich. Und ja.